Und damit willkommen zurück zu einer neuen Runde Castlevania Bloodlines. Wir haben im letzten Part das erste Level geschafft und wir gehen jetzt in das zweite Level rein. Atlantis Shrine. Griechenland. Mit einer unfassbar geilen Musik. Ja, komm, ich nehme den Bumerang. Was zum... Okay, dass die Gegner hier ein bisschen einstecken, das habe ich jetzt gar nicht mehr auf dem Schirm. Ich liebe die Musik. Die kam auch in Circle of the Moon vor. Aber diese Wasserspiegelung, die finde ich auch sehr nice. Und hier müssen wir uns tatsächlich beeilen. Weil sind wir unter dem Wasser, ertrinken wir. Ja, ich höre irgendwo einen Gegner. Da ist er. So, tschüss. Na, wie gut, dass Eric den Supersprung kann. Au. Okay, das war's ja schon. Und den müssen wir auch ganz schnell besiegen. Wow. Dann für den Troll. Nicht richtig, du Sau. Nö. Ich verbleibe mal. Wow. Den konnte man schießen. Ja, so nicht. So, jetzt kam der andere von links sogar. Ja. Und der ist ein bisschen gefährlicher. Ja, das meine ich. Ja. Okay, ich dachte, die Hitbox würde mich gar nicht ergreifen. Wenn ich mich da ducke. Okay, hier werden wir auf jeden Fall unser erstes Game Over kriegen. So, nochmal das Ganze. Wow. Okay.
Okay, weg. Jetzt springt er. Was, der springt nicht? Jetzt aber. Boah, das ist jetzt bitter. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, was passiert, wenn wir da oben verweilen. Ob wir dann halt den klassischen Bildschirmtod erleiden. Ich habe das ehrlich gesagt nie ausprobiert. Wow. Ja, und hier habe ich tatsächlich einen netten Screen-Bug. Ich weiß nicht, ob das vom Spiel selber ist oder von der Emulation. Wow. Da war ich jetzt teilweise ein bisschen zu gierig gewesen. Bäh. Na ja, komm, gib mir das Weihwasser. So, solange ich jetzt keinen Schaden erleide, sollte ich mit der Waffe gut durchkommen. So, tschüss. Die Waffe nehme ich nicht mit. Ah. Das war aber gerade ziemlich knapp gewesen. Ja, so kann man sie auch killen. Ja, hier kann man damit den Boss ein bisschen schießen. Okay. Bisschen konzentrieren. Nice. Damit hätten wir Stage 2 auch geschafft. Und damit mache ich wieder einen Schnitt und sehen uns zum nächsten Mal wieder. Ciao, ciao.